Seit über 100 Jahren werden die Schulen und die Universitäten bestückt mit einem materialistischen Weltbild. Das heißt, ganze Generationen von Lehrern und Hochschullehrern sind quasi aufgewachsen in der Vorstellung, dass es nur das gibt, was wir mit elektronischen Geräten messen können. Der Geist, die Seele, wurde aus der Medizin, aus der Biologie praktisch einfach entfernt. Hat uns das weitergemacht? Oder wohin hat uns das geführt? Diese Reduktion auf das materialistische Weltbild. Und ich bin sehr, sehr froh, die Sandra Weber hier nochmal im Studio zu wissen, mit der ich über, also eine Gegenüberstellung des materialistischen Weltbildes und des spirituellen Weltbildes. Ich sag mal, jenseits der esoterischen Konzepte, sondern wie schaue ich auf die Welt? Wie schaue ich auf meinen Nächsten? Wie schaue ich auf mich selbst und mein Leben? Ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser spannenden Sendung über Materialismus und Spiritualität. Und jetzt geht's los. Sandra, es war ja mein Wunschthema, weil ich so viele Menschen kennengelernt habe, die an ihrem materialistischen Weltbild festgehalten haben oder festhalten und nach meinem Empfinden sich dadurch in einer Armut bewegen, die ich gar nicht beschreiben kann. Also jetzt mal jenseits, die dürfen viel Geld haben, aber einer geistig-seelischen Armut durch das Reduzieren, ja, all dessen, was geschieht, auf Zufall, ja, vor allen Dingen Zufall. Ja, Zufall, naja, das ist Zufall, hat doch nichts miteinander zu tun und sonst was. Ja. Also diese Welt der Trennung leben, während für mich eben das spirituelle Weltbild ein Weltbild der Verbundenheit ist. Aber jetzt will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Ich danke dir, dass du dich auf dieses Thema eingelassen hast, mein Wunschthema. Und vielleicht können wir ja einfach austauschen, so wie wir da hingekommen sind und wie wo der Unterschied zwischen diesem Trennungsweltbild und dem Verbundenheitsweltbild ist. Mhm. Ja. Danke für die schöne Einladung, ja, und Einleitung. Für mich war es immer schon vollkommen unverständlich, wie man rein materialistisch die Welt sehen kann. Es gibt ja dieses Zitat, ein Materialist macht aus allem Lebendigen ein Ding und ein spiritueller Mensch macht aus allem etwas Lebendiges. Mhm. Ja? Und ich war schon immer so, dass für mich alles lebendig war, also schon als kleines Kind. Und mich hat es immer eher erschreckt, auf jeden Fall sehr herausgefordert, wenn Menschen, andere Menschen wie ihren Besitz behandelt haben oder wie ein Ding, das jetzt zu funktionieren hat. Also ich habe immer das Wesen gesehen, das dann auch vielleicht leidet oder jetzt in die Bredouille kommt, und ein reiner Materialist kann sowas irgendwie gar nicht richtig sehen oder er kann besser die Augen davor verschließen. Er kann diese erweiterte Option einfach zulassen, sage ich mal. Weil im Prinzip ist es ja eine erweiterte Option. Das Materielle nehmen wir ja alle wahr. Mhm. Ja, wir sind hier in die Materie inkarniert. Wir nehmen hier wahr alles, was wir anfassen können, was wir begreifen können, was wir mit unseren physischen Augen sehen, mit den physischen Augen hören können. Das ist ja das Materielle.
Und dann denkt da vielleicht noch irgendwas in einem, naja, durch Zufall entstandenes Bewusstsein, Evolution. Ja. Oder so ein durch das und Gehirn, ja. Wo es dann schwammig wird, die Grenze zu ziehen, das ist vielleicht auch individuell, ja, dass jeder die ein bisschen woanders zieht, aber da wird dann einfach auch oft schon gar nicht mehr hingeschaut. Ja, also da wird oft, nehmen wir das Beispiel Gefühle. Ja, also auch ein materialistisch denkender Mensch hat ja Gefühle. Fühlt sich mal traurig, mal überfordert, ist mal wütend oder sonst was. Aber da sind wir ja schon im Bereich des Immateriellen. Ja. Ja, also da verschwimmen ja die Grenzen schon. Das ist zwar noch was ich mit meinen elektromagnetischen Sinnen wahrnehmen kann, mit meinem elektromagnetischen System. Es ist klar da, aber ich kann es schon nicht mehr erklären. Woher kommt das? Warum wandelt sich das? Und so weiter, ja. Und deswegen geht der Materialist dann auch eher nach außen und sagt, du hast mich wütend gemacht. Mhm. Ja, weil es muss ja woher kommen, sonst macht es keinen Sinn. Du von hast außen. Mich traurig gemacht, mhm. Du hast mich wütend gemacht und deswegen ist das jetzt entstanden. Ja, dann habe ich wieder eine Erklärung, kann wieder den Deckel drauf machen, die Tür zu. Ich nehme mal gerne das Beispiel der Zahlen auch. Zahlen? Zahlen. Zahlen sind nichts Materielles, oder? Schon mal einer Zahl begegnet? Eben. Aber jeder glaubt doch daran. Jeder nutzt doch das Konzept der Zahlen, obwohl Zahlen rein geistig sind. Ein geistiges Konzept. Alles Verschwörungstheoretiker, die da an die Zahlen glauben. Ja, also das ist schon interessant. Wo ziehst du denn eigentlich die Grenze? Und wenn du jetzt weiter aufmachst und sagst, ich nehme das Multidimensionale noch mit dazu, ich nehme den Bereich Geist-Seele noch ganz mit rein. Wir haben ja immer diese Dreieinheit Körper-Geist-Seele. Ja? Also ich reduziere nicht nur auf das Körperliche, sondern ich nehme noch Geist-Seele mit rein. Alles ist irgendwie beseelt. Alles hat einen Geist, eine Schwingung, eine Frequenz, vielleicht auch eine Bestimmung. Dann ist ja das Materielle nicht weg deswegen. Mhm. Es wird nur enorm erweitert. Also ja. Du hast statt deinem täglichen Essen hast du ein Riesenbuffet. Und das ist eigentlich das, was ich so essentiell finde. Also diesen Unterschied, weil du das Leben völlig anders wahrnimmst und dadurch auch anders angehen kannst. Also du hast ja viel mehr Betrachtungsmöglichkeiten, du hast viel mehr die Möglichkeit auch einzugreifen. Im reinen Materialismus bist du ja eigentlich ein Opfer. Und damit du da was erreichen kannst, musst du eigentlich harte Waffen ausfahren. Macht ausüben. Ja, vom Macht. Opfer zum Täter werden, ja. Mhm. Gut, das ganze Opfer-Täter-Retter-Ding ist ja auch wieder diese eng gegriffene Welt. Ja. Wenn wir das sprengen wollen und in neuen Parametern denken wollen, wie Ursache und Wirkung, habe ich das erschaffen? Wie kann ich das verändern mit meinem Geist, mit meinem freien Willen? Welche Handlungsmöglichkeit habe ich? Dann sieht ja alles ganz anders aus. Also wenn wir nur den Unterschied nehmen, Krankheit, Gesundheit oder wie betrachte ich jetzt eine Krankheit? Bin ich jetzt Opfer einer Krankheit? Das ist mein Feind, den muss ich zerstören. Ich glaube allein, Sandra, das Wort Krankheit oder der Begriff gibt ja so schon zu verstehen, da ist etwas, was man benennen kann und das von außen. Ja. Ne? Wie heißt es immer so? Die Krankheit, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Zum Beispiel Krebs. Sterbepflichtig. Ne? So für viele sterbepflichtige Krankheit. Es ist ein Krankheit. Informiertes Feld. Ja, das ist allein das Wort Krankheit. Hm. Bruno Gröning, also es gibt keine Krankheiten. Ja. Es gibt nur kranke Menschen. Genau, sage ich auch immer. Aber ich will von der Diagnose gar nichts wissen. Hör auf, will ich gar nicht wissen. Mhm. Ja, also allein durch den, dass wir das Wort Krankheit nehmen und über 24.000 verschiedene Diagnosen gibt es mittlerweile, ne, für die es dann natürlich auch bestimmte Therapien gibt, dadurch sind wir schon zum Opfer geworden. Genau. Ja. Und ein Materialist geht dann in den Krieg.
Das muss ich bekämpfen, das muss ich zerstören, das kriegt mich nicht. Ja? Ganze Medizin ist kriegerisch. Genau, ist alles kriegerisch. Und rein materialistisch. Ja. Es ist vollkommen auf der materiellen Ebene. Ja? Ja. Wenn du etwas hast, musst du etwas Materielles gespritzt bekommen, schlucken oder sonst was oder rausschneiden. Es muss etwas auf der grobstofflichen Ebene passieren. Und das ist ja das alte newtonsche Weltbild von Isaac Newton, der uns das vor hunderten von Jahren hinterlassen hat, seinen dicken Schmöker. Und worauf immer noch die klassische Physik aufbaut, obwohl wir schon seit 100 Jahren jetzt die Quantenphysik dazu haben, ja. Woraus eindeutig hervorgeht, der Geist erschafft die Materie. Ja. Ja. Und es schon so viele Untersuchungen auch daraus ergibt. Und doch hat es immer noch nicht Einzug gehalten. Warum? Weil es manche Menschen einfach nicht wollen und das ist auch okay so. Aber wir dürfen uns entscheiden, wollen wir einen engen Blick haben, ja. In dem es aber auch nur Opfer, Täter, Retter gibt? Oder wollen wir unseren Blick weiten und damit ja auch in eine gigantische Eigenmacht kommen? Du hast es schon mit eng, ist ja wortgeschichtlich auch die Angst. Hm. Das materialistische Weltbild ist ein Angstweltbild. Ja. Und das haben wir ja jetzt in den letzten Jahren extrem erlebt, ne, dass auf diesem Angstklavier es wunderbare Partituren zu spielen gibt. Ja. Und die größte Angst ist eigentlich die vom Tod, oder? Ja. Ja. Weil wenn ich nicht glaube, dass ich mehr bin als dieser Körper, dann bin ich ja dann einfach weg. Zerfalle wieder zur Erde, zu Staub und war nie da. Also muss ich so lange wie möglich am Leben bleiben. Na klar. Hm? Weil ich ja Angst habe vor diesem letzten Schritt, wo ich einfach nicht mehr bin. Weil ich mein Weltbild noch nicht erweitert habe. Weil das Seelische keinen Platz hat. Und deswegen greifen ja diese ganzen Dinge so gut, die man uns davor gemacht hat. Also die ganze Angst, Panik und so weiter. Und dein Körper ist in Gefahr, deine Gesundheit ist in Gefahr, auch langfristig. Vielleicht stirbst du. Und wir bieten dir Schutz an. In Form einer Schutzspritze. Mhm. Und Schutz ist ein ganz tiefes Bedürfnis. Ja. Auch unserer Generationen, weil man uns das ja auch genommen hat, diese ganze Bindungsthematik, ja. Die einfach auch wir hatten es schon mal von dem Angriff auf die Weiblichkeit, ja, die dadurch schon einfach ins Wanken gekommen ist. Weil die hauptsächliche Sicherheit in unserem Leben, die bekommen wir im ersten Lebensjahr durch unsere Mutter. Und vor allem auch in den ersten 7 Lebensjahren noch, dadurch, wie wir da aufwachsen, ob wir wirklich Sicherheit, Urvertrauen und so weiter gelehrt bekommen oder nicht. Und da wird schon viel, viel, viel zu früh und viel zu viel eingegriffen, ja. Sodass wir im Sinne der Trennung. Im Sinne der Trennung. Und deswegen haben die meisten Menschen irgendwo ein Schutzbedürfnis, gepaart mit dieser Angst vorm Tod. Ja. Und jetzt wird da so eine Spirale aufgemacht. Und dann ist es eben für viele einfach ganz klar, ich brauche das auch. Mhm. Das schützt mich, weil ich will so lange wie möglich am Leben bleiben. Und wenn wir jetzt mal dieses Beispiel weiterführen, wir haben den geistigen Aspekt mit drin und sind bewusste Schöpfer unserer Realität, bewusste, beseelte Wesen, dann können wir uns auch diese Angst vor dem Tod einfach anschauen. Wir können der begegnen und wir können sie entlarven. Wir können sagen, hey, ich bin eine Seele, die gerade diesen Körper bewohnt. Und damit muss man den Körper nicht runterspielen. Ja, der ist wichtig, das ist in der Inkarnation unser bester Freund, das ist wundervoll, den dürfen wir auch pflegen und schmücken und alles Schöne mit dem erleben. Das sind einzigartige Erfahrungen, die wir im Körperdasein haben. Ja? Ja. Mit Gefühlen, mit Genuss, mit Schmerz, mit allem drum und dran. Schon allein das Singen. Singen, Musik. Singen kannst du, ohne Körper kannst du nicht singen. Genau. Und wir dürfen diesen Körper ehren, aber wir wissen zu jedem Zeitpunkt, dass wir mehr sind als dieser Körper. Mhm. Und dass wir ihn einfach irgendwann eines Tages zurücklassen, wie ein Kleid, das wir abstreifen und wir gehen woanders hin, wir gehen weiter. Wir sind nie tot, nicht eine Sekunde. Ja. Wir verlassen nur diesen Körper. Und das befreit unglaublich diese Sicht.
Ja, das macht völlig andere Blicke frei. Ja. Wie ist es denn? Ja. Absolut. Also für mich war, glaube ich, also Einstieg im Bereich Spiritualität war die Quantenphysik. Also diese Verbindung zwischen Naturwissenschaft und Spiritualität, dass das Bewusstsein des Beobachters diese Rolle spielt. Und dann Beschäftigung mit Nahtoderlebnissen. In den 80er Jahren gab es noch nicht viel Literatur, aber das hat mich sehr fasziniert und ich habe das verschlungen. Und da war für mich klar, das Bewusstsein existiert unabhängig vom Körper. Genau. Weil sonst könnten die Menschen nicht über diese Sachen erzählen, die sie da erlebt haben, während sie reanimiert wurden. Ja, also auf dem Boden lagen, aber eine Perspektive einnahmen, die unter der Decke war oder von weit oben. Das war so für mich der Einstieg, ja, da ist mehr, deutlich mehr. Dann kam Sheldrake dazu mit den morphischen Feldern, über die wir eben alle miteinander verbunden sind und aus denen wir sozusagen informativ gespeist werden und die wir wiederum auch informativ speisen durch unsere Handlungen oder Entscheidungen oder so. Und das ist dann so gewachsen. Aber ich sag mal, ich bin immer noch Lehrling, das konsequent im Alltag anzuwenden, na, vielleicht schon Geselle, okay, aber anzuwenden, dass ich wirklich mit allem, was ist, verbunden bin und mein Mitmensch ein Spiegel ist oder dass ich mich durch meinen Mitmenschen lieben lerne. Und selbst, ja, also das ist für mich jetzt gerade in den letzten Jahren ganz wichtig geworden, dass das Große einen Sinn hat. Und wenn ich sage das Große, also dann meine ich, sage mal, Menschheitsentwicklung. Ich sage nicht Evolution, weil ich nicht an die Evolution mehr glaube. Du ja auch nicht. Du hast, das kann ich ja nochmal in die Involution, hast du dein Buch genannt. Das zweite, Involution im neuen Zeitalter. Also, dass der Geist sozusagen eine Idee hat und die Idee wird Materie. Verdichtet sich immer mehr. Ja. Und dass also alle unsere Tierarten oder Pflanzenarten als erstes als Idee entstanden sind und dann sich verdichtete, aber nicht, ja, auf so einem großen Schrotthaufen die Sachen zusammengefegt und dann wurde was Hochkomplexes draus. Vollkommener Blödsinn. Darf ich den Gedanken, eine Klammer aufgemacht, aber diesen Gedanken kurz zu Ende führen, also dass die Hauptdarsteller in den letzten Jahren, Gates, Drosten, wie sie alle heißen, Merkel, einfach auf der Bühne ihre Rolle in diesem Drama oder Aufwachdrama gespielt haben. So wie es in jedem Tatort einen Täter, ja, ein Opfer und den Aufklärer oder sonst was gibt. Sie haben diese undankbare Aufgabe sozusagen übernommen. Die mögen ihre eigene Agenda gehabt haben, aber letztendlich eingebettet in etwas Größeres. Ganz genau. Und deswegen kämpfe ich nicht gegen die, sondern achte sie, also in dem Sinne von Achtung, ich verurteile sie nicht, ja, weil sie eigentlich eine ziemlich undankbare Rolle spielen. Ja?
Wenn uns das schwerfällt, können wir auf einen Trick zurückgreifen, und zwar zu sagen, danke, dass du so bist, dann muss ich nicht so sein. Weil bei diesem Konzept ist ja übergeordnet der Glaube, dass alle praktisch ihre Rollen perfekt besetzen. Dass es gerade in dieser Zeit des Wandels noch so sein muss. Damit jeder seine Erfahrungen machen kann, damit dieser Übergang laufen kann, damit Erkenntnisse, die damit eingewoben sind, zugänglich werden und so weiter. Ja, damit wir uns kollektiv zusammen entwickeln. Ja. In eine neue Ebene hinein auch. Ja. Und wie du sagst, da hat jeder seine Rolle. Und manche spielen eben auch die Täter, und dann gibt es wieder die Retter und die Demonstranten und alle möglichen. Und egal, wo du gerade dazugehörst und wen du vielleicht doof findest, wenn du weißt, dass jeder seine Rolle hat, dass jeder wichtig ist in diesem Spiel, auch deine Rolle darin unterstützt, ja, weil du dich sonst gar nicht so erfahren könntest, wie du dich gerade erfährst, dann entspannt das unglaublich. Das entspannt einfach zu sagen, hey, ich verurteile niemanden, und das könnte der Materialist nicht. Der Materialist braucht Schuldige. Der sagt, Moment mal, was faselst du da? Der ist schuld, der hat ja das und das gemacht, das hast du gehört, das liegt klar auf der Hand, das hat er gesagt, also ist er schuld. Mhm. Der hat uns belogen. Ja, das ist aber die niedrigste Ebene, auf der wir agieren können, wo es nur das gibt, was ausgesprochen wurde und gemacht wurde. Und jedes Mal, wenn wir es schaffen, ein bisschen mehr die Vogelperspektive einzunehmen, bereichern wir nicht nur uns selbst, sondern das ganze Feld. Ja. Also das heißt ja nicht, also bitte nicht missverstehen, dass man die Dinge nicht beim Namen nennt. Ja. Und auch ein klares Stopp sagt. Ja. Darum geht es nicht. Ja, das soll keiner missverstehen. Aber den jeweiligen Protagonisten zu verurteilen oder ihm gar das Lebensrecht abzusprechen. Ja, und also was da in den letzten zwei, drei Jahren, ne, den Menschen an den Hals gewünscht wird, das war schon ziemlich heftig. Mhm. Verständlich. Aber letztendlich nicht zielführend oder hilfreich. Also diese Rache. Ne? Wir müssen Rache nehmen und sie verurteilen. Und natürlich darf auch, ne, die Justiz da jetzt was aufarbeiten und vor allen Dingen ihre eigene Geschichte dabei oder ihre eigene Rolle dabei. Aber darum geht es nicht. Ja, da darf ja auch jeder dann selber wieder wählen, zu welcher Realität gehöre ich. Ja? Mhm. Also es gibt so viele Ebenen in diesem ganzen Prozess. Ja? Und wenn ich wirklich richtig glücklich und erfüllt sein will und auf allen Ebenen gesund und im Frieden, dann wähle ich eine ganz andere Ebene, als wenn ich hier noch nach Rache schreie. Mhm. Und auf diesen verschiedenen Realitätsebenen gibt es auch bestimmte Szenarien, verschiedene. Ich nehme genauso das Szenario auch wahr, dass es da Menschen gibt, die einfach bei dieser Gerechtigkeitssache noch dabei sind und sagen, das will ich sehen, dass die Nürnberger Prozesse nochmal starten und dass da nochmal die Leute verurteilt werden oder wie auch immer. Aber man sollte sich immer gut überlegen, wenn man sich das wünscht, in welche Energieebene man sich damit auch einklingt. Ja. Weil da bin ich dann auch dabei. Mhm. Ich bin dann weiterhin auf einer Ebene, wo es die Opfer gibt, die Schuldigen und so weiter. Auch wenn dann Gerechtigkeit als Erlösung mit reinkommt. Aber das ist immer noch nicht eigentlich das, was wir uns wirklich aus tiefstem Herzen wünschen. Und deswegen sage ich mir, es wird auf einer ganz anderen Ebene entschieden. Mhm. Ich wähle lieber gleich die Erlöste, die Schöne. Also für mich ist tatsächlich das Moment der Verbundenheit das Entscheidende. Weil verbunden mit allem, was ist, so wie die Quantenphysik uns das ganz klar sagt, es gibt nichts Getrenntes, also im Universum, kann ich ja diese ganzen Phänomene wie zum Beispiel Telepathie oder diese ganzen Synchronizitäten, also dass etwas in einen Geist kommt und auf einmal ist es da.
Also das erste Mal so, ne, ich habe jetzt gestern Abend, wunderschönes Beispiel, ich lerne da gerade, mir auch meine materiellen Wünsche bewusst zu machen und zu sagen, ja, hätte ich Lust drauf und das gönne ich mir jetzt so. Also habe ich beschlossen, mir einen Wok zu kaufen. Und abends war ich bei Freunden eingeladen zum Abendessen. Und dann auf einmal, ey, ihr habt ja einen Wok. Wie seid ihr denn damit zufrieden? Und so habe ich so, ach, weißt du, wir haben den ein-, zweimal benutzt. Wir haben gerade letzte Woche über, was machen wir mit dem? Den brauchen wir nicht. Zack, da war er. Hab ich einen Wok geschenkt bekommen von den Freunden. Also diese Art von Verbundenheit, dass also Themen, ne, wirklich dir klar werden, ja, und du sie immer klarer aussendest. Ja. Ja. Und auf einmal materialisiert sich das da. Genau. In Form eines echten Woks. Ja. Seit gestern Abend bin ich Besitzer eines Woks. Ja. Und darf jetzt mein Gemüse andünsten und ja, also ich freue mich riesig drauf und solche Sachen kommen am liebsten in mein Dankebuch. Ja, also Reichtümer über Reichtümer kann ich da anhäufen, habe mich allerdings dann nochmal damit getröstet, dass ich sozusagen, was die immaterielle Ebene angeht, mich als einer der reichsten Menschen dieser Erde ansehe, habe das nur nicht so mit dem Materiellen bisher geschafft. Egal. Aber diese Verbundenheit auch, es hat ja was mit Vertrauen zu tun. Das sind diese Synchronizitäten. Jeden Tag Beweise sozusagen. Mhm. Ich kann dem Leben vertrauen, weil wir alle miteinander verbunden sind. Genau. Ja. Und je freier das wird, umso klarer kommen diese Synchronizitäten. Ja. Am Anfang denkt man vielleicht noch irgendeinen Kauderwelsch und wundert sich, warum die eigenen Wünsche nicht eintreffen. Mhm. Ja, oder die Bestellungen, das, was man da angeordnet hat. Und mit der Zeit lernt man, okay, ich war nicht klar genug. Oder ich habe da noch... Ich wünsche mir zwar Dinge, aber ich habe noch ein Familienprogramm laufen. Das heißt, die am meisten verzichten, die sind am meisten wert. Ja. Ja? Das widerspricht sich, dann kann nichts geliefert werden. Nee. Oder es wird geliefert, du nimmst es aber gar nicht wahr. Weil es gibt ja nicht nur eine Realität, die für alle gilt. Jeder hat ja so seine Filter drin. Ja? Und manche Dinge, die liegen dir vor der Nase, aber du siehst sie nicht, weil du nicht drauf eingestellt bist. Ja, weil du erst mal noch irgendeine Blockade lösen sollst, irgendwas aufräumen, damit diese Fülle in dem Fall jetzt sich den Weg bahnen kann. Ja. Ja, und damit du es auch wahrnimmst, diese Hand, die dir dein Geschenk hinstreckt. Ja, ja, oder in Telepathie. Ne? Ich hatte hier einen Gast, einen Professor für Psychiatrie der dann auch so gesagt hat, ja, also über Bewusstsein lassen soll sie aber nicht sprechen. Da gibt es keine validen Studien. und als ich ihn dann raus begleitet zu seinem Auto, habe ich ihm so von Telepathie erzählt, dass ich für Robert Jelinek damals etliche Experimente durchgeführt habe und eben das selber laufend erlebe. Und er sagte, nee, also an Telepathie glaube ich nicht. Und ich sage, Herr Professor, das ist jetzt aber nicht sehr wissenschaftlich. Er hat diese Antwort, ich glaube nicht dran. Und dieses, ich glaube nicht dran, es ist so für mich, nee, da würde mein anderes Weltbild kaputt gehen. Mhm. Aber für mich war das, dieses Erleben von Telepathie immer wieder so wunderbar. Ja, und ich war ja 2 Jahre in Costa Rica aufgrund eines solchen telepathischen Erlebnisses, weil ich ein halbes Jahr nach dem Tod meiner Frau habe ich alle Briefe zerrissen, die ich mal von Mädels bekommen hatte. Und dann fiel mir ein Foto in die Hände von der Kiki, 16. Und nee, das werfe ich nicht weg. Ich habe
immer gerne an dich gedacht. Und tue es heute noch. Das tue ich nicht weg. 2 Tage später mache ich Skype an. Nach 11 Jahren Kontaktlosigkeit, weil sie mit ihrer Familie ausgewandert war nach Costa Rica. Nach 11 Jahren, 2 Tage, nachdem ich dieses Foto so angeguckt habe. Kiki Fabien möchte Kontakt mit Ihnen. Das Überwinden der Raumzeit. Absolut. Ihr wart einfach in dem Moment zusammen. Ja. Und es ist angekommen. Sie hat es empfangen und sofort zurückgegeben mit ihrer Nachricht. Ja? So läuft das. So läuft es ständig. Genau. Sowieso. Die Frage ist nur, nehmen wir es wahr oder nicht? Darum geht es. Ja, also es ist wahrnehmen für wahrhalten, für wahrnehmen. Ja, die Aborigines, die würden sich diese Frage gar nicht stellen, weil die das seit Jahrtausenden quasi leben. Ja. Ja, die wissen, was da gejagt wurde, dass sie dementsprechend die Vorbereitung treffen zu Hause oder so. Für die ist völlig Selbstverständnis. Und wir haben uns durch diese ganze Erziehung der letzten 100 Jahre so eng gemacht mit der Interpretation der Welt. So eng und damit ängstlich. Ne? Angina, Angst. Angina ist die Enge. Angst ist das gleiche Wort. So eng. Und was wäre, wenn wir das wieder weit machen? Weit und es erweitern um diese spirituelle Dimension. Und zwar nicht, um uns billig zu trösten. Oder natürlich gibt es, sag ich mal, im Esoterischen einen Haufen Bullshit. Mhm. Ein Haufen Bullshit, der da in Umlauf gebracht wird und viel, viel Geld mitgemacht wird. Ganz klar. Aber grundsätzlich, da brauche ich kein Seminar für, wenn ich mich selber als den Nutzer dieses Leibes sehe, der aber den Leib überlebt. Der Leib wird zur Asche, geht zurück zur Mutter Erde, aber das, was mich ausmacht, das stirbt nicht. Und das, was mich ausmacht, letztendlich, was nicht stirbt, ist auf das Engste verbunden mit dir, mit Falco, mit wem auch immer. Und immer auch mit dem Ursprung. Mit dem Ursprung. Mhm. Dass wir aus einem Ursprung stammen und jetzt, ne, diese One World oder die New World Order hat ja auch den Frieden, den Weltfrieden mit, nur auf eine Weise, die nein, die möchte ich nicht, sondern ich möchte, dass das aus dem Menschen selbst heraus entwickelt wird, diese Sehnsucht nach Frieden und Austausch, Kreativität, endlich richtig kreativ sein, statt abgesogen zu werden von irgendwelchen großen Firmen oder sonst was. Da ist so viel, aber bin jetzt schon fast wieder drin gewesen, abgezogen werden, ja. Ich habe mir im Alltag angewöhnt, zum Beispiel, dass wenn Leute sagen, ja, ich wurde betrogen, ich sage, wenn sie jetzt das, oder wenn du das jetzt umformulierst, also ich habe mich betrügen lassen. Bleibst du in der Kraft? Dann bin ich, hole ich das wieder zu mir. Mhm. Also ne, das ein Wesentliche, das für mich spirituellen Weltbild, die Selbstermächtigung, dass ich ein Schöpferwesen bin und mir diese Macht wieder zurückhole. Und weißt du, ich wollte dir gerade die Frage stellen, was glaubst du, warum manche Menschen sich so wehren gegen das ganzheitliche Weltbild? Ja, manche wollen nicht mal das Wort hören, ganzheitlich, lass mich in Ruhe damit. Ja. Ja? Warum meinst du, und du hast es jetzt gerade eigentlich selber beantwortet, ja, weil es einfach die Angst auch ist. Es ist die Angst, weil wenn du damit beginnst, dann musst du ja erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Und du musst erstmal wieder alles in dein Wirkungsfeld ziehen. Ja? Ja. Nicht die anderen haben gemacht, sondern ich habe machen lassen. Nicht du hast mich krank gemacht und du hast mir die Frau weggeschnappt oder sonst was. Nein,
ich habe das erschaffen, ich habe das so weit kommen lassen, ich habe nicht nach mir oder anderen geschaut oder was auch immer. Ich habe das in mir produziert, kreiert. Ich muss es erstmal alles zurücknehmen. Und das kann schon unangenehm sein. Und da muss man vielleicht auch für eine Weile lang einfach ein bisschen begleitet werden. Weil jemand, der jetzt zum Beispiel diese ganzen Notprogramme ja angelegt hat, oft in der Kindheit, hatten wir es ja schon davon, ja. Um durch gewisse Situationen zu kommen, um die zu überleben, der lässt den nicht alle einfach so wieder los. Mhm. Ja, sondern der braucht im Prinzip jemanden, der ihn auch an der Hand nimmt und sagt, schau mal, das ist ein Programm, das können wir verändern, wir können dieses Trauma transformieren, warum du überhaupt in dieses Überlebensprogramm reingegangen bist. Wir können das Programm verändern für dich, wir können etwas Wertvolleres, etwas Freieres da wieder in dir entstehen lassen und damit kommst du dann auch aufrecht durchs Leben und durch diese ganzen Situationen und auch durch das, was du dir jetzt erstmal ins Feld holst. Ja. Weil wenn du das auf der gleichen Ebene machst, wie du es weggeschoben hast, geht das ja nicht. Dann bist du auf einmal der Schuldige. Dann verlegst du nur die Schuld, genau. Die es ja gar nicht gibt. Das ist ja, genau. Das aber ist das vorher waren Hauptargument. Die anderen, ja? Willst du etwas sagen, dass ich selber schuld bin? Genau. Und da braucht es einfach oft ein bisschen Begleitung, bis da durch die dichtesten Schichten durchgekommen ist. Und dann wird es zum Selbstläufer. Ja. Also ich habe schon so viele Menschen da beobachtet, wie sie langsam aber sicher in ihre Kraft gekommen sind. Wie sie am Anfang noch dachten, was? Und wenn ich das alles transformieren muss, das hört ja nie auf. Ja, und auf einmal sind sie durch und sagen, wow, mein ganzes Leben hat sich verändert. Und eben das Buffet ist so erweitert. Und ich wollte noch auf was einsteigen, was du vorhin gesagt hast mit, es fällt dir immer noch schwer, das in den Alltag überall zu integrieren. Das ist auch so multidimensional. Das ist so viel und das darf auch so sein. Das ist so wie ein Kreis, der sich in Wellen immer weiter ausbreitet. Und am Anfang darf es auch einfach nur um einen selber gehen. Was habe ich erlebt? Was sind meine Themen? Wo sind meine Programme? Wo sind meine Blockaden? Was kann ich jetzt tun? Wohin richte ich mich neu aus? Was sind ab jetzt meine Ziele? Wer will ich sein? Wen manifestiere ich da in mir, sich auf die Leinwand meines Lebens zu zeigen? Ja? Also es darf erst mal im Kleinen gehen und dann gehen wir immer weiter raus und dann nehmen wir immer mehr wahr, auch bei anderen. Wir nehmen immer mehr Synchronizitäten wahr, von denen du gerade erzählt hast, so schön. Wir nehmen immer mehr wahr, wie sich die Leben der anderen verändern oder wie andere, wenn sie uns vielleicht angreifen, aber wir haben das Knöpfchen schon transformiert, das kann nicht mehr gedrückt werden. Mhm. Wie sie eigentlich in der Not stecken. Dass dieser Angriff eigentlich mehr über sie erzählt als über uns. Ja. Ja, alles, was Menschen so über andere reden, erzählt mehr über sie als über die anderen. Ja, mit den drei Fingern, die auf uns zurückzeigen. Ja. Ja. Und je weiter wir dieses Feld weiten, umso mehr kommen dann auch universelle Antworten rein. Ja? Kannst du mit der Seelenfamilie kommunizieren, mit deinen Ahnen kommunizieren? Universell kommunizieren. Es weitet sich immer mehr, dieses Feld. Also für mich ist ganz wesentlich im Moment auch die Empathie. Die Empathiefähigkeit weitet sich aus. Auch mit sich selbst. Auch mit sich selbst. Die Empathie mit sich selbst und dem Kind, was wir mal waren. Ja. Und zum Beispiel was ich in meinem Leben erlebt habe, dass ich ein bisschen zum Phänomenologen wurde. Das heißt, das Wort Aggredi heißt herangehen, Aggression. Da ist jemand aggressiv gegen mich. Okay, da geht jemand ran an mich. Das stellt eine Kontaktanfrage. Ja, wenn ich zurückdenke, wie wir als Grundschüler ein Mädchen gern mochten, haben wir ein Bein gestellt. Oder irgendwas oder gerempelt. Eigentlich war es so interessant. Ne? Ja? Ja. Genau. Also wir waren aggressiv. Und wenn man das sozusagen, ne, oder der provoziert ständig.
Ja, was heißt ein Provocare? Heißt herausrufen. Der möchte mit mir ins Gespräch kommen. Mhm. Also, ja, da die Empathiefähigkeit und den nicht jetzt vorschnell verurteilen, sondern was ist nach seiner Intention? Ja, nach seiner Intention fragen, weil er ist ja, oder sie ist ja Schwester oder Bruder von mir. Aber das kannst du erst, wenn du selber befreit bist. Mhm. Weil wenn du es noch nicht bist, dann empfindest du das als Angriff. Ja. Dann sagst du, was will der von mir? Warum schon wieder ich? Ja. Aber wenn du in dir aufgeräumt hast und du merkst, ich gehe nicht mehr in Resonanz, dann wird der Blick erst klar. Und dann ist es frei. Ja, und ich danke dir für dein Vertrauen, dass du so in meine Richtung geschossen hast, in dem Wissen, dass ich nicht zurückschießen werde, sondern dich wahrnehmen. Dass daraus was entstehen kann, vielleicht sogar Heilung. Also tatsächlich, also so auf ganz unterschiedlichen Ebenen kann ich sagen, das spirituelle Weltbild, und da ist natürlich auch was Christliches drin, aber die christlichen Dogmen haben mich da eher begrenzt. Ja, weil da immer noch mit Schuld, allein im Vater unser, ne, vergib uns unsere Schuld, beziehungsweise führe uns nicht in Versuchung. Meine Güte, was ist das? Ist ja auch eine Fehlübersetzung. Ja, völlig. Führe uns in den Versuchungen, in den Verstrickungen, aber nicht führe uns nicht in Versuchung. So ein Blödsinn. Ja, also das Spirituelle eben jenseits der Religion durchaus mit Gott. Ja. Jesus hat dann seinen Platz oder so. Aber Christusbewusstsein. Ja. Ne, wie oft soll ich denn vergeben? Ne? Siebenmal? Nein. Siebenmal, 77 Mal. Also letztendlich am Vergeben. Hör auf. Hör auf, daran zu denken, jemals das Vergeben zu verlernen. Ja, weil wir machen laufend Fehler. Wir haben laufend Irrungen. Wir sind auf Vergeben angewiesen. Ja. Nur das Vergeben muss richtig verstanden werden. Das wird so oft missverstanden. Ja. Eben auch hauptsächlich vom materialistischen Denken her. Ja, aber du bist schuld und wenn ich dir vergebe, dann ist es, als hättest du das nie gemacht. Ja. Und ich will ja dich mit meiner Schuld bestrafen. Ja. Was aber völliger Unsinn ist, weil der Einzige, der bestraft wird, ist man selbst. Wenn man sich selbst als Opfer in der Energie hält. Ja. Und wir können uns unsere Kraft, unsere Eigenmacht nur durch Vergebung überhaupt zurückholen. Und das sollten wir tun, und zwar ziemlich konsequent. Unbedingt. Ja. Unbedingt. Es geht nicht um den anderen. Vergebung wird immer so persönlich dargestellt. Dann muss ich das genau, was du gesagt hast und so, das muss ich alles jetzt womöglich sogar noch gutheißen. Und darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, diese Situation sein zu lassen, zu würdigen, vergeben. Ich vergebe sie, ich gebe sie weg. Und uns in einer höheren Ebene wiederzufinden, wo wir wieder in unserer Kraft sind, wo wir uns darüber erhoben haben. Ja. Ja. Also im Prinzip ist, fällt mir jetzt zu glauben, Materialismus ist Angst, Spiritualität ist Liebe. Zu allem. Und wo Liebe ist, kann keine Angst sein. Aber wo Angst ist, zieht es die Liebe. Also bedarf es der Liebe, um diese Angst aufzulösen. Ne? Angst als eben getrenntes Wesen. Ja. In dem Bewusstsein. Ich bin getrennt von meinem Ursprung, ich bin getrennt von meinen Mitmenschen, ne? Single World. Das heißt ja irgendwie anders. Getrennt. Ja. Und nicht verbunden. Misszuverstehen mit dem Gegenteil. Liebe hat kein Gegenteil. Nein. Angst ist nicht das Gegenteil von Liebe. Nein. Das ist eher so eine Mauer, die da steht. Und wenn da die Sonne scheint, dann wird dahinter ein Schatten geworfen. Ja, das ist ein schönes Bild mit der Scheune. Ja? Angst als Dunkelheit. Mhm.
stell dir eine Scheune vor, die hermetisch abgeriegelt ist, völlig dunkel. Und jetzt machst du die Tür auf, wird es draußen dunkler? Also kommt jetzt die Dunkelheit da raus und umgibt dich? Nein, es ist nur die Abwesenheit von Licht. Mhm. Und so für mich, ne, super Beispiel. Angst ist die Abwesenheit von Liebe. Ja. Angst nur die ist Abwesenheit, das nicht das Gegenteil. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ja, das ist, ich spüre oder ich fühle mich getrennt und deswegen habe ich Angst. Und in dem Moment, wo mir die Gelegenheit gegeben wird, Verbundenheit zu spüren, gibt es keine Angst mehr. Und wir können das sogar als heilsame Frage verwenden. Wenn wir wissen, überall, wo es klemmt, fehlt die Liebe, dann können wir genauso vorgehen. Wir können, wenn wir Schmerzen haben, können wir fragen, wo fehlt die Liebe? Mhm. Warum erzeuge ich mir selbst gerade Schmerzen? Ist das eine Selbstbestrafung? Oder fühle ich mich zu wenig? Mhm. Da fehlt die Liebe. Dann geben wir also die Liebe da wieder rein in unser Gefühl, in die Schmerzen und fühlen uns wieder. Ja, in Beziehungen, wenn jemand uns anschreit, können wir fragen, wo fehlt die Liebe? Ja. Aber auch aus uns heraus. Mhm. Vielleicht waren wir so lange gleichgültig, dass jemand das Gefühl hat, nur noch mit Schreien zu uns durchzudringen. Ja. Ja? Wir können uns in allen Bereichen fragen, egal ob es körperlich ist, zwischenmenschlich, was auch immer, immer wieder, wo fehlt die Liebe? Mhm. Und das ist immer schon der Schlüssel zur Heilung. Wenn wir das wieder lieben können, wo wir lieblos waren, das ist die Veränderung, auf die wir die ganze Zeit warten. Und wir brauchen die Liebe gar nicht zu erzeugen, weil die Liebe überall ist und nichts anderes will als fließen. Genau, wir lassen sie manchmal wo nicht reinfließen. Das ist es, durch unsere Vorstellung des Nicht-Wertseins. Mhm. Ja, also diese Überlebensprogramme aus der Kindheit, ne, wenn Kinder geschlagen wurden, wenn sie Gewalt erlebten oder Missbrauch oder sonst was, haben sie sich selber abgewertet, ja, um das zu überleben. Und dann sind sie natürlich auch nicht der Liebe würdig. Ja. Und erst recht nicht der großen Liebe Gottes oder wie auch immer. Nein, nein, ich doch nicht. Mein Nachbar, ja, aber nicht ich. Nicht ich. Und das sind die Blockaden. Also die Liebe will immer fließen. Immer. Mhm. Nichts anderes. Mhm. Sie will fließen. Ja. Wo stelle ich ihr noch was entgegen? Genau. Und jetzt heißt es einfach nur, den Widerstand gegen die Liebe aufgeben. Wunderschön. Und ich möchte trotzdem noch eins ergänzen, Götz. Bitte. Es ist mir ganz wichtig, ich spreche da auch öfter darüber. Du hast dieses wirklich super Beispiel gebracht mit dieser Hütte. Die Angst ist die Dunkelheit, ja, die sich nicht verteilen kann. Aber ich möchte davor warnen oder ich möchte das auch endlich mal erlöst haben, dass immer das Negative oder das Schlechte, das Niedrigschwingende mit Dunkelheit gleichgesetzt wird, weil das ist nicht so. Unser halbes Leben ist dunkel. Die Nacht ist dunkel. Wir wachsen in einem dunklen Leib heran. Da drin ist es dunkel, bevor wir ans Licht kommen. Ja. Und die Nacht, das Dunkle, wird auch dem Weiblichen zugeordnet, während die Sonne, das Licht, dem Männlichen zugeordnet wird. Und wir wissen, was heute eines der großen Probleme ist, die Unterdrückung der Weiblichkeit. Ja. Und es ist wirklich systematisch irgendwo auch eingeführt worden, indem man die Weiblichkeit immer mehr an das Dunkle gekoppelt hat und damit ins Abseits gebracht hat. Und jetzt haben wir Angst vor dem Dunklen und damit aber Angst vor einem fundamentalen Teil von uns selbst, vor der weiblichen Kraft, die aus dem Dunklen rauskommt. Ja. Ja, und das sollten wir unbedingt erlösen. Wir sollten da unbedingt andere Worte auch wieder dafür finden, das auszudrücken. Gut und schlecht ist auch immer so ein Thema, ja? Weil das eine ist ja nicht schlecht, nur weil das andere vielleicht heller strahlt oder uns besser tut.
Beides sind Seiten einer Medaille. Ja, wir leben in dieser Polarität und es ist gut so. Und wir dürfen jetzt auch die Dunkelheit erlösen aus ihrem Schattendasein, aus ihrem Negativdasein. Ja. Sie ist alles andere als negativ. Und ich empfehle da immer, dass man sich wirklich auch mit der Dunkelheit versöhnt und damit auch mit der Weiblichkeit. Ja, also wirklich auch mal drauf achten, habe ich Angst im Dunkeln? Ja. Wenn ich im Dunkeln laufen muss, brauche ich sofort eine Taschenlampe, warte ich, bis irgendwo die Bewegungsmelder angeht, suche ich den nächsten Lichtschalter, habe ich das Gefühl, da kommt schon von hinten was, sitzt mir was im Nacken? Oh, dann sollte man mal tiefer reingehen. Als Kind habe ich einfach gesungen. Sozusagen im Keller, im dunklen Keller habe ich gesungen. Schön. Da war die Angst weg. Jetzt habe ich überhaupt keine Angst vor dem Dunkeln. Also nachts kommt bei mir gar nicht in Frage, ein Licht anzumachen. Oder so. Ja. Sehr schön. Da kann ich auch gut sehen. Ich denke mal, es ist eigentlich dafür, dass es mitten in der Nacht ist, ist ja unheimlich hell noch. Und so. Egal. Aber vielen Dank, dass du das noch mal mit das habe ich jetzt tatsächlich eben nicht bedacht, bei dem Beispiel auch. Also dass tatsächlich diese Gleichsetzung auch wahrscheinlich subtil und mit Bedacht gemacht wurde, um als weiblichen Angriff auf die Weiblichkeit das zu fahren. Wir werden was anderes finden. Aber Angst, als Mangel an Liebe, ja, oder so, das können wir so stehen lassen. Absolut. Sandra, wir haben die Spitze des Eisberges berührt, aber ich glaube, wir haben Zeugnis abgelegt, dass es sich lohnt, sich zu weiten, statt weiter eng zu bleiben im materialistischen Weltbild. Vielen, vielen Dank, Sandra. Es ist nur eine Bereicherung. Ja. Danke. Danke auch. Ja. Ihr Lieben, ich meine, ein Großteil von euch hat sich auch schon auf den Weg gemacht. Aber da geht noch was. Bei uns allen, dass das wirklich mit jeder Phase unseres Seins ergriffen wird, dass wir Teil eines großen Ganzen sind und dass niemand und nichts von uns getrennt ist. Dass wir nur das Gefühl haben können, dass wir getrennt sein, aber wir sind es gar nicht. Und wenn wir das begreifen, wird sich viel, viel in unserem Leben verändern, weil Veränderung ja nur möglich ist, wenn wir es für möglich halten. In diesem Sinne wünsche ich euch fröhliche Veränderung. Ciao und tschüss für heute.